Häuser besetzen, Hamm wie bleibt. One, two, one, five. Wir sind hier als Bonnie 37B von der Bornsdorfer Straße 37B, seit heute Mittag in dem Haus drin, sind damit Teil der #Besetzen-Kampagne. Heute tagsüber war es relativ ruhig tatsächlich. Wir hatten Verhandlungen und Gespräche mit dem Geschäftsführer von Stadt und Land sowie mit SenatsvertreterInnen, waren auch bis eben noch in Verhandlungen. Haben Delegierte ins Haus geschickt, die mit den Leuten drin reden sollten. Und in der Zeit wurde dann aber der Räumungsbefehl, der schon seit heute Mittag vorliegt, tatsächlich auch, doch einfach ausgeführt. Und jetzt sind Polizistinnen ins Gebäude gestürmt. Wir wissen nicht genau, was drin gerade vor sich geht, aber man hat Hände hoch, man hat laute Geräusche gehört. Ja, wir verurteilen dieses Vorgehen. Wir waren in den Verhandlungen, uns wurde ein Angebot gemacht, wo wir drüber reden wollten, wo wir bereit für waren, drüber zu diskutieren. Und jetzt wurden aber einfach Fakten geschaffen und geräumt. Hohe Mieten, Zwangsumzug, davon haben wir genug. Gegen hohe Mieten hier im Land, Häuser zu besetzen, Häuser zu besetzen. Pass mir nicht an! Komm!